So, dann versuche ich jetzt noch schnell bis 12 Uhr die Mauer rumzuziehen. Mir fällt gerade auf, Alter, ist das hier tief. Hier kann man gut den Hafen später hinsetzen. Ihr könnt mir natürlich auch dann noch schreiben, was euch besser gefallen hat. Das Let's Play oder das Let's Show? Okay, beim Let's Show sieht man wesentlich schneller Veränderungen dadurch, dass es im Creative-Modus ist. Da kann man die Welt wesentlich schneller umgestalten. Zum Beispiel hier diese Mauer, die könnte ich im, ich glaube, die würde im Let's Play Modus wesentlich länger dauern. Wie gesagt, momentan bin ich bei der ersten Aufnahmesession vom Let's Show und habe die Welt wahrscheinlich schon wesentlich mehr verändert als in der Let's Play Welt. Schon allein, ich habe jetzt oben das Grundgerüst fürs Haupthaus, ich habe den Pilz. Ich habe fast die Mauer außenrum. Komm Hündchen, beeil dich, jetzt bist du ausgeschlossen. Was, seid ihr auch so dämlich und geht einfach aufs Wasser, ne? Das Hündchen war clever. Langsam müsste ich doch mal durch sein. Das wird langsam ziemlich anstrengend. Oh, das gibt vor allem Krampf in der Hand die ganze Zeit. Oh, nur noch bis dahin durchziehen. Dann bin ich durch. So viel ist es ja nicht mehr. Wenn man vor allem bedenkt, wie viel ich jetzt schon an Mauer geschafft habe. Alter, das ist eine riesige Insel, wenn man es so betrachtet. Und hier werde ich jetzt dann zum Beispiel die Untergrunddinger hinzimmern. Ich glaube, dann fange ich mal schnell mit den Untergrunddingern an und mache dann nachher ohne euch die Mauer schnell fertig und versuche dann auch noch die Ebene oben drauf zu pflastern. Also die... Also, wo ist es Dynamit? Ah, Dynamit ist ja normal unter Redstone. Redstone und einen Schalter brauchen wir natürlich dazu auch noch. Na, ah, jetzt habe ich natürlich das Falsche weggenommen. Weil... Das brauche ich ja später noch. Dann mal kurz gucken, wie fangen wir hier mit dem Snan an. Fangen wir hier an. Ich würde sagen, gehen wir ein bisschen unter die Erde.
Oh, das war fast ein bisschen knapp.